So, wir haben schon gequatscht und es geht genauso spannend weiter. Ich freue mich auf meinen ersten Gast heute Nachmittag. Matthias David aus Viersen ist bei uns. Und ich habe kurz vor der Sendung mit ihm noch gesprochen, habe gesagt, das, was wir gleich jetzt erzählen, das ist, und dann hat er David selber den Satz vollendet und gesagt, unglaublich. Ja. Und so ist es auch. Wenn heute der 1. April wäre, wir könnten es nicht erzählen, weil alle glauben, ah, jetzt haben sie sich da was zurechtgesponnen. Matthias David hatte einen Nachbarn, der verstorben ist und er verwaltet seinen Nachlass. Das heißt, der Nachbar hat ihm etwas vererbt und niemand hat jemals vorher gewusst, was für ein Schatz sich da wirklich verbirgt hinter diesem Erbe. Kunstliebhaber, Experten, alle sind sich einig, das ist von künstlerisch so hochwertiger Qualität, das ist wirklich unglaublich. Herzlich willkommen bei uns. Danke, hallo. Der Witz ist, Sie kannten den Künstler, um den es geht. Ja. Schon sehr lange, Sie kennen ihn seit 50 Jahren, Heinz Henschel heißt er. Der wird jetzt niemandem was sagen, wenigen. Woher kannten Sie ihn? Ich habe im selben Haus mitgewohnt mit meinen Eltern. Es war ein Sechsparteienhaus, wo jeder die Wohnung gekauft hatte. Und es ergab sich eine wunderbare Runde zusammen, ein Freundeskreis. Die haben im Partykeller zusammen gefeiert und dergleichen. Wie viel hat der Herr Heinz Henschel damals schon über sich preisgegeben? Gar nichts. Eigentlich, es wusste nur niemand, dass er eigentlich nichts über sich preisgegeben hat. Es war einfach normal, dass man nichts über ihn wusste. Und man hat sich ja erst nach seinem Tod darüber Gedanken gemacht. Ja. Und da ist Sie sind dann irgendwann weggezogen mit der Familie nach Bayern, haben auch fast 20 Jahre lang nichts von ihm gehört, sind dann zurückgekommen? Meine Eltern sind weggezogen. Ich bin nach Kevela gezogen. Und als meine Eltern dann zurückkamen, die hat meine Oma gepflegt. Und als sie zurückkamen, haben sie dann auch den Kontakt zum Heinz wiederhergestellt. Ja. Und dann waren Sie auch wieder mit im Boot? Und dann, richtig, genau, hat sich der Fokus auf den Ort Kevela gelegt. Und da haben wir dann alle zusammen eine sehr intensive Zeit gehabt. Hier sehen wir ein Bild vom Heinz Henschel. Was war der für Sie bis dahin dann irgendwann? Ein guter Nachbar, ein guter Freund? Ein ganz lieber Kerl. Okay. Ein lieber, humorvoller Mensch, dem man gerne begegnet ist, mit dem man gerne Kaffee getrunken hat und gequatscht hat und ein angenehmer Zeitgenosse. Was hat der so in seiner Freizeit gemacht? Teilweise sehr viel Sport in Vereinen und in der Zeit Was Nacht hat er gemacht für einen Sport? Der hat Taekwondo, er war Taekwondo-Kämpfer mit einem schwarzen Gürtel und einem Meisterdan. Und später war er dann Kampfrichter. Er war Bogenschütze, er war Kendo-Kämpfer, er war Fechter. Mhm. Alle Sportarten, die mit Selbstverteidigung viel zu tun haben. Oder halt auch, weil er so einen leichten Tick auch für diese indigenen Völker hatte, die Waffen dann auch nachzubauen und damit umgehen zu können. Also er war durchaus ein geselliger Mensch sozusagen, viel im Verein und so. Ja, richtig. Und er hat eben auch gemalt. Ja. Haben Sie jemals etwas, bevor er gestorben ist, von seinen Bildern gesehen? Hat er Ihnen die mal gezeigt? Ja, natürlich. Wir wussten, dass er Radierungen hat. Ist er sehr großzügig mit umgegangen. Jeder Nachbar hatte eine kleine Radierung von ihm an der Wand oder zwei oder drei. Haben die ihm die abgekauft oder die verschenkt? Nein, die hat er verschenkt. Die hat er immer mal wieder mitgebracht und sagt, komm, ich habe hier ein Bild für dich und so. Also wir wussten schon, dass er Radierungen und kleine Bilder macht, die auch sehr, sehr toll waren. Nur man wusste es natürlich nicht wertzuschätzen, die Qualität, weil wir sind ja alle Kunstlaien. Ja. Und das hat sich dann erst später rausgestellt. Und, also hier sehen wir so eine Radierung. Ich glaube, das ist auch schon fast so ein kleines Selbstporträt von ihm. Ne? Das ist ein Selbstporträt, richtig, genau. Das ist auch ein Resopalbrettchen, wo es dann reingeritzt ist. Ich bin jetzt überhaupt kein Kenner, aber ich sehe, das sieht super aus. Haben Sie denn ihn mal versucht zu überreden, Mensch, verkauft es doch mal, bietet es doch mal irgendwo an, in einer Galerie oder so. Ja, das haben alle Nachbarn gemacht. Die haben immer gesagt, Heinz, stell doch bitte aus, deine Bilder sind so toll. Was hat er daraufhin gesagt? Nein, wollte er nicht. Warum nicht? Weil er für sich gemalt hat, er hat nicht für andere gemalt. Hat er verkauft auch? Er hat, soweit ich weiß, teilweise früher Radierungen verkauft, ja. Es ist nicht bekannt, in welcher Stückzahl genau oder wie groß, aber es sind immer nur die Drucke gewesen, die Radierungen. Er hat nie Originale verkauft. Aber hier haben wir gerade gesehen, so ein paar Freunde, er hat einfach für sich gemalt. Richtig. Und einfach ab und zu mal eins verschenkt. Ja. Das war. Das Schöne an der Radierung ist, ich kann sie ja vervielfältigen. Ich kann davon 100 Stück zum Beispiel anfertigen. Ja. Und dann habe ich natürlich genug da. Und wenn jemand nett zu mir ist, dann kriegt er halt eine Radierung. Okay. Sie haben dann aber irgendwann doch mal ihn angesprochen und versucht zu überreden. Ja. Stell doch mal aus, mach doch mal was. Richtig. Was hat er dazu gesagt? Ganz am Ende hat er sich überlegt und er kam von selber damit an, dass er einen großen Teil der Bilder eingerahmt hatte. 140 Stück. Er hat sie in Kisten verpackt, so dass man sie hätte ausstellen können. Und ich habe ihn dann gebeten, erstmal wieder nichts mehr zu verschenken, damit wir einfach alles erstmal digitalisieren können, damit es ein Werksverzeichnis ermöglicht. War er damit einverstanden? Damit war er einverstanden. Wir haben zusammen damit begonnen. Wovon hat er eigentlich gelebt? Womit hat er Geld verdient? Er war Dreher. Metaller, Schlosser, Dreher, okay. Richtig, genau.
Hauptberuflich. Bis zur Rente. Und wissen Sie was darüber, wie gut er da in dem Job war? Oder wie? Es war ganz nett. Sein ehemaliger Chef hat mich letztens telefonisch kontaktiert aufgrund der Ausstellung. Und er hat mir von diesem absolut präzisen Menschen, von diesem quasi Genie im Drehen, als Dreher erzählt, der so feinfertig war, dass sie, als er in Rente geschickt wurde, keinen Ersatz finden konnten. Und man musste aufgrund dessen, weil er dort aufgehört hat, dort tatsächlich die CNC-Technik einführen. Aber er war kein Kunstschlosser, also er hat damit nicht Kunst, das war ganz bodenständig. Richtig. Die Kunst Handwerk, war sozusagen richtig. Sein Hobby. Ja, okay. Ganz so. Genau. Er kam dann zu Ihnen, weil er Ihnen auch helfen wollte, das alles zu digitalisieren. Und irgendwann kam er nicht nur mit Bildern zu Ihnen, sondern auch mit einer traurigen... Mit einer Diagnose. Ja, nämlich? Krebs, Lungenkrebs. Mhm. Ja, und die erste Diagnose war sehr krass und er hatte damit gerechnet, er hat nur noch 2-3 Monate zu leben. Ist dann aber noch mal in ein anderes Krankenhaus gegangen, noch operiert worden und wir haben im Grunde genommen nach der Diagnose ungefähr noch ein halbes Jahr zusammen verbracht. Wie kam er Ihnen in der Zeit vor? Kämpferisch. Der wollte nicht sterben. Mhm. Ja, also weiterhin sich bedeckt halten, als ich ihn gefragt habe, Mensch, lass uns mal zusammensetzen und deine Vita aufschreiben. Hat das auch immer wieder geschoben und sagt, ja komm, lass mich noch die Diagnose abwarten und dann setzen wir uns hin und lass den Punkt noch abwarten und den Bluttest, dann machen wir es. Und hat es aber geschafft, es so weit rauszuschieben, dass es nicht dazu gekommen ist. Irgendwann dann die traurige Nachricht, Heinz Henzel ist gestorben. Ja. Dann wurde das Testament eröffnet und Sie haben... Den Nachlass sozusagen. Ja, richtig. Den künstlerischen Nachlass. Jetzt sind Sie irgendwann in die Wohnung rein. Ja. Was haben Sie da gesehen? Erstmal eine ganz normale Wohnung und eine sehr aufgeräumte Wohnung. Und dann ging es natürlich dran, die Sachen zu suchen. Und wir sind dann wirklich Schubladen für Schubladen durch. Und es gab keine Schublade, wo keine Kunstwerke drin lagen. Mhm. In jedem Schrank waren entweder gerahmte Bilder oder Mappen mit Bildern. Und es wurde immer und immer mehr. Und wir haben getragen und getragen. Und der Wagen wurde voller und voller. Und haben Sie mal gezählt? Die einzelnen Bilder. Ja. Also insgesamt mit Skizzenbucheinträgen kommen wir auf über 1300 Exponate. Was haben Sie denn erwartet, was Sie sehen, wenn Sie in die Wohnung kommen? Wie viele oder? Vielleicht 3-4 Mappen mit Radierungen oder dergleichen. Also mit dieser Fülle, mit dieser Vielfalt, mit dieser unendlichen Anzahl hat kein Mensch gerechnet. Und vor allem auch nicht, was auf den Bildern zu sehen ist. Schauen Sie mal, wir haben ja schon so ein paar Ausschnitte gesehen, aber wenn man sich das anguckt, auch, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Kunstkenner, aber das erschlägt mich, wenn ich sehe, wie haben Sie sich gefühlt, als Sie das alles plötzlich gesehen haben? Reizüberflutet. Ja. Ganz schnell reizüberflutet. Ich habe mich 2 Uhr nachmittags dorthin gesetzt und habe angefangen, das Ganze so zu sondieren und durchzusichten. Und ich war tatsächlich am nächsten Morgen um 5 Uhr immer noch dran. Und habe durchgearbeitet. Dann, ja, richtig, genau. Warum hat Heinz Henschel diese Bilder so gehütet? Das ist eine gute Frage, die kann ich nicht beantworten. Weil keiner kennt sein Geheimnis. Keiner weiß, wer er ist tatsächlich. Keiner kennt dieses Geheimnis. Er war introvertiert. Er mochte nicht, dass man ihm ins Privatleben reinguckt. Und ich schätze mal, die Kunst war für ihn ein Teil seines privaten Daseins. Nun sind auch Sie kein Kunstkenner, kein Experte. Was machten Sie, muss ich sagen, beruflich? Ich bin EDVler gewesen. So IT? Richtig. Okay, aber genau. Sie haben den Job an den Nagel gehängt vor einiger Zeit. Warum? Zwangsmäßig. Echt? Es ging nicht mehr. Es kommen so viele Anfragen, es kommen so viele Termine. Es ließ sich nicht mehr bewerkstelligen. Also hauptberuflich Nachlassverwalter sozusagen? Ja, so ähnlich. Ja. Denn Sie mussten sich ja irgendwann auch an ein Museum wenden, um das Ganze... Was haben die gesagt? Also ich habe mir von einem befreundeten Künstler jemanden empfehlen lassen, der Ahnung von Kunst hat. Das ist der Kunstpädagoge Gerd Baum aus Kevlar gewesen. Er ist gekommen. Mhm. Er war im höchsten Maße erstaunt und angetan. Und... ich habe am nächsten Tag dann noch einen Anruf gekriegt und dann haben sie gesagt, Herr David, wir waren jetzt im Museum und wollten sagen, was wir gesehen haben. Wir können es aber nicht beschreiben. Können wir noch mal wiederkommen? Und so ging es dann Schlag auf Schlag. Verschiedenste Leute kamen und alle sind begeistert wieder gegangen und konnten nicht richtig realisieren, was da jetzt eigentlich liegt. Lassen wir doch auch mal eine Kennerin zu Wort kommen. Veronika Hebben ist die zukünftige Leiterin des Museums in Kevela, die auch gesagt hat, wir müssen das ausstellen, was der Heinz Henschel da geschaffen hat. Und das sagt sie dazu. Mit was für einer Präzision er gearbeitet hat, das ist schon wirklich künstlerisch hochwertig. Dann, dass er ein unheimliches Talent für Mimik und Gestaltung hat, auch was die Gespür für die Farbe angeht. Da muss man ganz klar sagen, das ist von der künstlerischen Seite wirklich sehr, sehr gut.
Ich meine, man sieht es auch. Wir können mal nur als Beispiel. Man muss dazu sagen, wir reden über einen Mann, der das ja nicht studiert hat, gelernt hat, der reiner Autodidakt war, der sich das selber beigebracht hat. Mal als Beispiel, können Sie was zu dem hier sagen, dieses Schwarz-Weiß, diese Radierung? Das ist eine Radierung, richtig genau. Das ist also in eine Kaltnadelradierung, die wird in eine Metallplatte, beziehungsweise eigentlich in eine Metallplatte. Heinz Henschel schlug es aber vor, Resopalbrettchen zu nehmen, Küchenbrettchen. Mhm. Also die einfachsten Mittel, die nicht er wirklich, einfach zu... ja, so ein Küchenbrettchen, ja, richtig, so reingeritzt. Richtig, mit selbstgemachten Nadeln in diese Küchenbrettchen die Motive reingeritzt. Mhm. Und teilweise in einer solch Feinheit, dass es wirklich immer wieder mit der Lupe passiert ist. Und diese ist dann auf einer Presse, das Bild ist dann auf einer Presse entstanden. Das wird dann, das ist der Druckstock, der dort entsteht. Mhm. Und wird durch eine Presse geführt. Und auch diese Pressen hat er sich dann selber gebaut. Wir könnten noch bis 5 Uhr morgens weiterreden. Ja. Ohne Quatsch könnten wir. Wir reden auch gleich hier noch weiter. Ja. Denn ist es richtig, es ist eine Art Geheimschrift in den Bildern entdeckt worden. Auch mit Ihrer Tochter zusammen haben Sie das so ein bisschen rausbekommen. Viele fragen sich auch, was ist das denn wert? Mehr als 1300 Zeichnungen, Radierungen, Aquarelle und so weiter. Reden wir gleich drüber mit Matthias David, der den Nachlass verwaltet von Heinz Henschel. Ich danke Ihnen bis hierher. Wahnsinnige Geschichte. Und wir gehen nachher noch ein bisschen tiefer rein in die Bilder. Gerne. Bis hierhin erstmal danke.